Rekord. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Matthias Dreger. Ich bin Präsident des Deutschen Hygieneinstitutes. Dies ist eine Experimentalaufzeichnung zum Thema Burnout. Ich möchte heute einmal zum Thema Burnout sprechen, und zwar sozusagen in Klatte sprechen, praktisch erst einmal nur für mich, damit ich einige interessante Gedanken zu dem Thema festhalten kann. Ich möchte dazu sagen, ich bin kein Arzt, aber ich kenne ein Mittel, das man beim Burnout anwenden kann und sogar anwenden sollte. Und dieses Mittel kennt kein Arzt. Kein normaler Arzt hat je davon gehört. Und da ich dieses Mittel kenne und der normale Arzt kennt es nicht, daher schöpfe ich auch eine gewisse Zuversicht und ein gewisses Selbstvertrauen, hier Ihnen als gewissermaßen als Nichtmediziner etwas zum Thema Burnout zu erzählen. Der Burnout kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern der Burnout, das ist ein Prozess, der sich über einen gewissen Zeitraum entwickelt. Ich möchte mal sagen, nach meiner Einschätzung, ohne dass ich jetzt hier ein klassisches Burnout-Syndrom gehabt hätte, ich vermute, das zieht sich über Monate hin, dieser Prozess, bis es zum klassischen Ausfall, bis es zum klassischen Burnout kommt. Die einleitenden Symptome vorher können Sie daran erkennen, dass Ihnen, ich sag mal, dass es schwerfällt, Ihren Aufgaben nachzukommen. Dass Ihre Kollegen, dass Sie sozusagen das Gefühl haben, mit Aufgaben überhäuft zu werden, dass Sie den Sachen hinterherhinken und sozusagen zum Getriebenen werden. Die eigentliche Arbeit eines gesunden Menschen im Arbeitsverhältnis sollte sein, dass der Mensch sich über die Arbeit freut, dass er sich, ich sag mal, mit Elan an die Aufgaben herangeht und mit großem Interesse sich den Aufgaben widmet. Gewissermaßen sich über eine sich immer weiter steigernde, ich möchte geradezu sagen, Genialität bei der Ausführung der Arbeit freut. Das ist der normale Zustand. Und wenn Sie merken, dass Sie doch mehr zum Getriebenen werden in Ihrer Arbeit, dann ist das massives Indiz für eine Gefährdung durch ein Burnout-Syndrom. Das eigentliche Burnout-Syndrom macht sich dann so bemerkbar, dass Sie praktisch völlig unfähig geworden sind, Ihrer Arbeit nachzugehen. Sie werden dann vom Arzt krankgeschrieben. Und wenn Sie Glück haben, dann hat Ihr behandelnder Arzt auch entsprechende Vorschläge, um Sie wieder auf die Beine zu stellen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass unser medizinisches System, was wir in Deutschland haben, und das hat mir mal ein Militärarzt erklärt, ist dazu ausgerichtet, den Menschen wieder dem Erwerbsleben zuzuführen, ihn wieder funktionsfähig zu machen.
eine Heilung des Menschen von Grund auf ist etwas ganz anderes. Es gibt, wenn der Fall eines Burnout-Syndroms eingetreten ist, wenn der Mensch sozusagen vom Amts wegen krankgeschrieben ist, nicht mehr arbeiten kann, gibt es ein Mittel, das ich als den Königsweg bei der Heilung, bei der wirklich gründlichen Ausheilung des Burnout-Syndroms ansehen möchte. Und zwar ist dies die Praktizierung des sogenannten Naturschlafes. Der Naturschlaf ist ein System der Schlafzeit, das vor über 100 Jahren von dem Primaner Theodor Stöckmann entdeckt wurde, der damals kurz vor dem Abitur gesundheitlich einen Zusammenbruch erlitt, praktisch völlig mit seinen Kräften am Ende war und in seiner Verzweiflung dann Versuche mit der Schlafzeit angestellt hat. Der Primaner Stöckmann hat verschiedene Schlafzeiten ausprobiert, ist also sozusagen erstmal mitten während des Tages zu Bett gegangen, dann eine Stunde später und schließlich nachmittags, bis er eines Tages gegen 7 Uhr ins Bett ging, 7 Uhr abends, und kurz vor Mitternacht aufwachte. Und mit einem Schlag, so berichtet das Stöckmann in seinem Buch Die Naturzeit, mit einem Schlag merkte er, wie die inneren Organe begannen, wieder ihre Tätigkeit aktiv aufzunehmen. Das war ein Strömen und ein Blubbern, sag ich mal. Ja, also er spürte, wie auf einmal sein Organismus wieder richtig mit frischem Leben erfüllt wurde. Und diese Schlafzeit hat ihn dann auch gerettet, dass er das Abitur machen konnte. Und das wurde für den jungen Stöckmann sozusagen der rote Faden in seinem Leben, den er neben seinen anderen Verantwortungen, auch neben seinem Beruf als Schuldirektor, dann verfolgt hat. Theodor Stöckmann hat damals unter dem gewaltigen Eindruck der positiven Wirkung des Naturschlafes Leute gefunden, auch Arbeitslose, die dann für ihn Schlafversuche unternommen haben. Und Stöckmann hat damals festgestellt, dass das System des Naturschlafes für fast alle, nicht für alle, aber doch für fast alle Menschen geeignet sind, sodass sie darauf gesundheitlich auch ansprechen. Nach meinen eigenen Erfahrungen, und ich kenne den Naturschlaf seit Ende der 70er Jahre, nach meinen eigenen Erfahrungen sind es gerade die chronischen Erkrankungen, die besonders gut auf den Naturschlaf ansprechen. Also dazu gehören insbesondere alle Arten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein ganz besonderer Punkt ist, wie gesagt, das Burnout-Syndrom. Aber lassen Sie mich noch einige andere Aspekte zum Burnout-Syndrom sagen. Wenn Sie von dieser, wenn Sie davon befallen sein sollten, dann gibt es bestimmt noch einige andere Dinge, die Sie im Leben machen können, um den Heilungsprozess zu begünstigen. Ich würde sagen, nach meinem Dafürhalten,
versuchen Sie, Ihre Wohnung in Ordnung zu bekommen. Lassen Sie sich auf jeden Fall, sag ich mal, erstmal ordentlich.